Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Heute wird Holz gemacht, leider, aber das Ende kommt nahe. Mit den ersten 400.000 haben wir Sägewerk und dann brauchen wir wieder Holz. Was machst du? Ich mache auch, also ich mache heute die Stumpfen weg und dann mache ich wieder Holz. Ja, aktuell haben wir auch nicht mehr zu tun, weil Felder haben wir fast keine. Auch die Felder müssen verdient werden. Und bei mir die Aussaat geht noch nicht, da brauchen wir noch einen Grad mehr. Und zweitens ist der mit Pflügen noch nicht fertig. Ansonsten geht ja auch bald die Feldarbeit los. Denke ich mal, noch zwei Felder kaufen werde. Rein theoretisch. Ja, und das muss aber noch irgendwo verdient werden und das ist ganz gut mit Holz zurzeit machbar. Und wenn das nicht klappt mit Holz, dann wiederum aufforsten und die Stumpen wegfräsen. Aber da suche ich noch jemanden, der es freiwillig macht. Ja. Stück Stumpen, 5 Cent. 5 Cent pro Stumpfen. Guter Preis, ne? Ah, das wird uns keiner machen. Mist. Meint's auch kein Chinese? Nee. Ah, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die rennen weg. Corona. Ja. Ein anderes Thema, ne? Lass überraschen, was in ein paar Jahren passiert. Oder ich denke mal, Juni muss es durch sein. Entweder oder. Wenn es länger dauert als Juni, dann sehe ich schwarz für die allgemeine Wirtschaft, für die kleinen IHGs, freischaffenden Künstler und so. Wo sollen die das Geld verdienen hernehmen? Ne? Und es kommt auch hinzu, dass viele im Prinzip ihre Arbeit verlieren, mehr oder weniger, und sich dann auch Kunst auch nicht mehr leisten können. Ne? Ob das das Coronavirus rechtfertigen kann, ich weiß nicht. Man hätte die Gefährdet, die also in großer Gefahr sind, isolieren sollen für 5-6 Wochen. Alle anderen mehr oder weniger ja, immun werden lassen. Und bei 70% kann man die anderen entsprechend auch rauslassen. Natürlich alle versorgen mit nötigen Ressourcen, die sie brauchen. Ne? Aber alle einzusperren, mehr oder weniger, da denke ich mal, dass was Größeres im Busch. Aber lass mich überraschen, das muss ja jetzt bald rauskommen. Ich hatte mal eine Meldung gehört im deutschen Fernsehen, dass am 20. April alles vorbei ist. Und gerade gesagt, da hat er auch schon mal ein deutscher Kanzler Geburtstag gehabt. Aber das ist eine andere, andere Verbindung. Das war Cem Jepsen war das gewesen. In seinem Beitrag, wo er eingesperrt ist. Erst gab es den Unfall in den USA mit so einem Bio-Waffenlabor letztes Jahr. Dann haben sie eine Konferenz abgehalten in New York. Haben sie Epidemie simuliert
Und dann ist das Ding im Dezember ausgebrochen. In China. Da haben die ersten Amis die ersten ausgefahren mit jedem Flieger, den sie kriegen konnten. Und da haben wir in Europa noch getan, als wenn nichts, wenn nichts wäre. Nach dem Motto, kommt doch alles rein. Also steckt da irgendwie Absicht dahinter. Denn wenn sie die Flieger gestoppt hätten im Januar, dann wäre es von China im Prinzip fast ganz schwierig zu uns zu kommen. Ne? Aber die machen alles für den Karneval, ne? Ja, Bussi da, Bussi hier. Der kontaktfreudige Rheinländer, da gibt es auch viele Fälle, ne? Da gibt es die meisten in Deutschland, oder? Ja, ja. In Bayern gibt es ja viele Fälle und im Rheingebiet, also in Köln, die Ecke da oben, Nordrhein-Westfalen. In Bayern, weil die alle auf den Skiurlaub zurückgekommen sind, also Italienurlaub und so, ne? Und teilweise Österreich und und dann hier Nordrhein-Westfalen sind die auch also Urlaub bekommen. Muss man dazu wissen, dass es in China im Prinzip eine Textilindustrie gibt, die auch in Italien zusammenhängt, weil die da teilweise auch produzieren lassen. Also in der Endfertigung, denke ich mal. Und da waren auch genug Chinesen eingereist in der Ecke. Und da hätte die EU an sich schon viel früher die Grenzen zumachen müssen. Aber gut. Ich sag, wenn du eine von der Leyen hast, dann bist du am Arsch, ne? Der Name sagt alles. Ich bin ja ein Laie. Ja, bei der Bundeswehr haben sie weggelobt, weil sie mehr oder weniger kurz vorm Rücktritt standen, ne? Weil sie im Prinzip ihre Berateraffäre, ne? Weggelobt zur EU. Jetzt kriegen ja die Deutschen Schuld, ne? Alles. Wenn es schief geht, kriegen die Deutschen Schuld. Weil jetzt kriegen sie noch die Ratspräsidentschaft im Juni von der EU. So, jetzt ist die hier vor alleine in der Kommission, die Chefin. Und die Bundesrepublik daher als Land, die entsprechend leiten darf, ne? Das eingefädelt, das perfekt getimt. Da hat der eine gesagt in Berlin, jetzt müssen unbedingt die Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland geholt werden. Er provoziert im Prinzip einen Aufstand, weil Menschen, die ja sich jetzt eingesperrt fühlen, suchen ja am Ende mal Entschuldigen, wenn es schief geht, ne? Und die Flüchtlinge können überhaupt nichts dafür, aber das schnallen die dann nicht. Aber die brauchen ja meistens einen Prellbock, um von sich abzulenken, ne? Haben wir die anderen Schuld gehabt. Hat ja das EuGH geurteilt, dass Polen, Tschechien und Ungarn geltendes Recht verletzt haben, weil sie keine aufgenommen haben. Oh, so viel Holz.
Oh, nee. Hast du Holz für mich schon fertig gemacht? Ich tue die Stumpfen weg. Den kann man kein Geld verdienen. Dann mach wieder. Na, aber dass ich ein wenig Platz habe, dass es ein wenig besser zum Fahren geht. Na, heute mache ich das nicht mehr. Du hast ja bald bitten geübt, kannst bei mir weitermachen. Was für ein Fahrzeugverleih? Für gebrauchte Geräte. Landmaschinenhändler. Genau. Ein Lohnunternehmer, der das Holz fällt für einen. Wäre doch was, ne? Mhm. Pro Baum 3 Euro. Wird sich lohnen. Pro Lieferung Huni verdient. Und da das Sägewerk nicht bei ist, kannst Vermögen von dir dabei. Oh, ich mach wieder Sport. Klingt so begeistert vom Verdienst her. Haben wir noch Fällen. Bevor der Frühling kommt. Da muss der Wald weg sein. So, jetzt sind die Stumpfen weg. Wo? Da bin ich noch alle da. Einer ist bei mir auch noch. Ach so. Einer ist keiner. Aber mir wäre gefährlich jetzt, wenn man nicht vor die Balken wegnehmen. Sonst ist alles weg im Holz. Jetzt schau ich mal, ob ich die auch die Stumpfen wegmachen kann. Wird nicht funktionieren. Dann müsstet ihr einen Lohnerstatus gewähren. Aber du musst ja auch Geld verdienen irgendwo. Ich kann dir ja nicht bezahlen, bin eine arme Sau. Das geht aber. Da liegt ein Mod. Mit dem Mod kannst du alles wegfräsen, sogar Bäume. Die nicht gehören. Ja, das mache ich eh gerade. Ich tue gerade deine Laubbäume weg. Stimmt denn nicht? Ach da. Ja, ja. Ja, der kann alles. Ist doch gefährlich, wenn du jetzt Bäume so liegen hast schon. Die nimmt er auch weg.
Ich meine. Ja, aber dafür hast du ein Haarkränzel, ne? Naja, ist ja weniger wert, ne? Wenn also ich hab dann die Haarkränzel. Ach so, ja, ja. Naja, schlecht. Schlecht für mich. Ich stell dir meinen Hänger hin, ne? Nee, ist nicht nötig. Ach so. Ja, ich fahr wieder rüber. Ich hab's nur kurz probiert. Ja, ja, kein Thema. Ich weiß, er kann alles wegfräsen. Aber wir haben ja mit Bäumen nichts zu tun. Du hast ja auch noch ein bisschen Wald zu stehen, ne? Wald habe ich noch genug. Weil eigentlich machen wir Wald ja im Winter normalerweise, wenn das, ja, wenn Schnee liegt, ne, und wir nichts anderes machen können. Aber zum Winter kaufen wir einen neuen Wald. Wie viel Schnittlänge hast du gemacht immer? 12 Meter. Das geht bei mir gar nicht. Du machst einen anderen Harvester. Das ist ein Original sicherlich, mit 8 Meter. Ja, das wird schon sein. Ich habe einen mit 12 Meter. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Macht aber nichts. Groß und ganz ist ja nicht so ganz so tragisch. Nur beim Fahren ist es leichter, wenn ihr jetzt... bei 8 Meter kriegst du nicht ganz ausgelassen den Anhänger, ne? Oder du musst den großen nehmen, 20 Meter, aber da kommst du in die Kurve so blöd rum. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Dann sagt mal Tschüss und Winke-Winke und Ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Ah, denk mal, wenn wir kein Holz mehr machen, ne? Dann machen wir damit Ackerbau, Aussaat, Hafer und ja, Gras mähen demnächst bald, ne? Für die Kühe. Ja, dann nochmal Tschüss und Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.